Hallo und willkommen zurück. Erwartet uns jetzt hier der Bulldozer gleich? Ich bin gespannt. Aber jetzt scheint es mir hier erstmal gar nicht weiterzugehen. Zumindest komme ich da nicht so einfach entlang, aber mit ein bisschen Kraxeln und Klettern geht's schon. Okay. So. Hallo? Er will ja nicht. Er will irgendwie nicht so, wie ich will. Warum, weiß ich nicht. Er tut so, als stände er noch vor dem Zaun. Obwohl er schon dahinter ist. Komisch. Mal nochmal gucken. Ja, nachladen tut er. Okay, Moment. Das geht gerade nicht, wie es sollte. Da hakt es wohl ein wenig. So. Aber hier muss ich doch drüber. Okay. Dann stell dich jetzt nicht an. Und geh bitte auch hier weiter, oder? Nein. Warum nicht? Ja, ihr Lieben. Das war's. Ich stehe nur noch am Zaun und kann nicht weitergehen. Moment. Ich gebe aber nicht auf. Ich versuche nochmal was anderes. Vielleicht geht's ja auf der anderen Seite. Nee, da gar nicht. Oder ich muss doch woanders lang. Und gar nicht da lang. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Ich muss da lang. Und ich muss auch da über den Zaun, aber ich komme nicht weiter. Nee, tatsächlich tut er so, als wäre da ein unsichtbares Hindernis und lässt mich nicht vorbei. Er rennt nicht weiter, der gute Alan Wake. Und ich weiß nicht warum. Ich gucke mir das mal in Ruhe an. Bis später, ihr Lieben. So, also, wir sind einfach schlicht falsch gewesen. Wir hätten an der Scheune vorbeigemusst und in die andere Richtung weiter. Und jetzt sind wir hier an einem Kontrollpunkt angelangt. Und hier finden wir wieder so einiges. Und können uns dann weiter auf den Weg zum Zugdepot machen. Da sind schon mal die Gleise. Oh. Hallo? Er ist der größte Dickschädel, den ich kenne. Alice? Alice? Alan. Alan. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Ich brauche Hilfe. Ich sehe dich an, Alan, und das bist nicht du. Etwas anderes. Sieht mich durch deine Augen an. Alice, ich bin hier. Ich habe solche Angst. Lässt mich im Dunkeln stehen. Geht alles den Bach runter. Vorsichtig sein. Kooperieren. Die Verbindung war extrem schlecht. Aber das war nicht alles, was an dem Anruf nicht stimmte. Sie hatte unecht geklungen, aber sie hatte angerufen. Ja, oh. Also wie unecht überhaupt? Also, wenn ich so eine Nachricht zu machen hätte, dann ganz bestimmt nicht in so einem abgeklärten, ruhigen Ton. Und es klang auch eher so, als wäre es eine zusammengeschnittene Nachricht, wenn ich ganz ehrlich bin. Naja, mal gucken, wie es weitergeht. Hier ist noch eine Manuskriptseite. Randolph ruft die Polizei. Aber das hatten wir doch schon. Nee, hier ist es. Bin gerade weggesprungen. Wake wird von einem Besessenen angegriffen. So. Das Rohr löste sich aus dem stählernen Brückengerüst. Von Dunkel umhüllt schwebte es in der Luft und zuckte spastisch. Einen Moment lang verstand ich nicht, was ich da sah. Das schwere Objekt taumelte auf mich zu, von unmöglichen Kräften bewegt. Ich warf mich aus seiner Bahn, doch nur um Haaresbreite. Als ich meine Taschenlampe anstellte, bäumte es sich in finsterer Raserei auf und flog wieder auf mich zu. Komisch. So, okay. Da muss ich weiter. Richtig. Okay. Oh, das sieht doch gut aus, oder? Könnte doch ein Zugdepot sein, weil es wäre nur eine Hütte. Zwischendurch, ach, es ist eine Mitte zwischendurch, immerhin. Und ein Pfeil.
Okay. Dachte schon. Ah, wow. Leuchtfackeln, Batterien. Das ist gut. Und was hatte ich da noch? Schrotflintenmuni. Immer her mit der Ausrüstung. Das ist auch noch was. Wobei, das wieder darauf hindeutet. Oh, ich höre schon was. Komm, lass mich wenigstens mal in Ruhe einsammeln hier. Das ist nämlich ziemlich unfair, mich beim Einsammeln schon zu stören. Gemein. So, den haben wir auf jeden Fall schon. Die eine Type. Gruselige Melodie, aber... Und da draußen? Oh, daneben. Hab ich hier schon? Oh, da ist noch einer. So. Wenn ihr es mir alle so einfach macht, dann bin ich zufrieden. Ich befürchte nur, so bleibt das nicht. Okay, von da komme ich. Dann bin ich auf die Hütte zugerannt. Und dann... Wo muss ich weiter? In die Richtung. An der Hütte vorbei. Aber hier ist doch nichts hier hinter, oder? Ist hier was? Nicht so richtig. Wo muss ich jetzt hin? Jetzt bin ich hier, ja. Was ist denn hier noch? Nix, nur Wasser. Okay, ich muss irgendwie. Und da weiter. Und da komme ich doch, oder nicht? Und hier komme ich. Ich muss doch theoretisch hier vorbei, aber hier an den ganzen... Da komme ich nicht vorbei, nee. Das war bestimmt dann nur so ein Ausweichpunkt. Also wo muss ich hin? Gehen wir nochmal ein Stück zurück. Und gucken wir mal, ob wir uns so ein bisschen irgendwann mal weiter rechts halten können oder so. Was ist denn hier? Ja, hier falle ich immer nur ins Wasser. Ich muss bestimmt gleich irgendwo rechts ab. Vom Weg runter... Richtig. Ne, hier lang geht's, okay. Hier rauf. Da war es Zufall, dass ich den entdeckt habe. Den Schuppen. Hier bin ich jedenfalls richtig. Und ich komme genau weiter nach oben. Und da hinten ist ein Kontrollpunkt. Können wir erstmal wieder Luft schnappen. Juhu. Tief durchatmen. Gehen wir noch weiter? Ach komm. Ah ne, hier waren wir schon. Von hier kommen wir doch. Blöd. Okay, von hier kommen wir. Das hatten wir schon. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht muss ich auch runter. Kann das sein, dass ich auf die Gleise muss? Also wenn ich jetzt hier weiter renne, kennen wir ja alle schon. So. Ne? Da lang weiter. Oder hier lang weiter. Moment. Hier kommen wir ja wirklich. Weiter vorn sah ich eine Eisenbahnbrücke. Und am Ufer gegenüber eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Okay. So, hier müssen wir nämlich hin. Ha! Habe ich mich ja schön verirrt. Wieder mal. Da ist eine Leiter, das ist gut. So. Klettern. Wow. So. Okay. Das geht doch bestimmt nicht unbeschadet hier. Ach, da hätte ein Zug über uns drüber. Wow. 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 Wow.
aber tatsächlich erschreckend. Die Dunkelheit, die mich verfolgt, ist Hammer. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. Ganz schön nervig. Ich renne mal ein Stück. Junge! Bullshit. Hammer. Aua, der hat mich erwischt. Oh. Verkackt. Wenn ich jetzt mal wüsste, wo ich jetzt hin muss, das wäre ja so cool. Verdammte Hacke. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich jetzt gerade hin muss. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Ja. Kann ich verstehen, so wir versuchen das noch einmal. Wenn es jetzt nicht funktioniert, naja gut. Dann in der nächsten Folge. Aber ich habe doch den Ehrgeiz, das jetzt noch zu schaffen. So weit, so gut. Moment. Passiert ja noch nichts Schlimmes, da kommt der Zug. Ich muss irgendwo eine Leiter übersehen haben, wahrscheinlich. Ja, das ist auch noch harmlos. Okay. Bums. Oh Mann. Oh Gott. So, und wo muss ich denn jetzt hin? Ich meine, wir können das hier alles. Ne? Jetzt hat es mich schon wieder erwischt. Okay. Also, wie angekündigt, mein nächster Versuch in der nächsten Folge. Ciao, ciao.